Hello, my name is Nico Euber. I'm a lecturer in the German department, and I'm going to take you a little bit due north of Italy to the cooler climates of Germany for a moment and three poems and one aphorism performed by the students in German 102, which is an advanced level language course that culminates in some public performances. Today's being a brief little excerpt of our work throughout the semester. The three poems, first one, Heimatlose, is about, you all know these restless nights when you wake up from something, you don't know if you're dreaming or if someone is really around. This is a warning, don't reach for your gun and shoot at the bathroom door repeatedly, but wait, it may be only a guinea pig or something else very harmlessly asking for the way in the middle of the night. The second one is a love poem from the German Romantic period, juxtaposed with a little bit of collegiate, rambunctiousness. And the last one, the third poem, is a little intragender dialogue, a marital dispute, as they happen so often, very prototypical what will happen after the travels. And the conclusion is just a short little aphorism by Johann Wolfgang von Goethe, Spruch und Widerspruch. Here are the students in German 102. Ich bin fast gestorben vor Schreck. In dem Haus, wo ich zu Gast war, im Versteck, regte sich plötzlich hinter einem Brett, in einem Kasten neben dem Klosett, ohne Beinchen, Sturm, fremd und nett. Ein Meerschweinchen! Sah mich bange an? Sah mich lange an? Sah wohl hin und sah her. Wagte sich dann heran und fragte mich, wo ist das Meer? Ich weiß wohl, was du liebst in mir. Was denn? Es ist die Glut in meiner Brust. In meiner Brust. Es ist die zauberhafte Zier. Zauberhafte Zier. Der tief geheimen inneren Lust. Inneren Lust. Die strahlt aus mir und ruft zu dir. Schließ mich in einen Felsenstein. So ruf ich doch durch Mark und Bein. Komm! Lebe! Liebe! Stirb bei mir! Du musst. Musst du? Was hast du gemacht heute? Ich habe mein Medizintäschchen ausgeräumt heute. Du weißt von der Reise. Den ganzen Tag lang? Du musst denken, die Reise hat 2 Tage gedauert. Mit 2 Flügen. Da kann man sehr
ist doch schon krank. Siehst du? Das kommt noch dazu. Ihr müsst mich nicht durch Widerspruch verwirren. Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren.